Hallo und herzlich willkommen bei Emergency 4, die Wegberg-Modifikation. Ja, ich dachte mir so, ich nehme mal jetzt wieder ein bisschen Wegberg auf für euch. Ich stelle jetzt mal hier kurz das Ganze ein. Und ich würde jetzt auch einmal 16:30 nehmen, obwohl wir es jetzt gerade mal 10 Uhr haben. Ja. Und dann sehen wir auch gleich mal, was passiert. Gut, nochmal hier manuell. Und vielleicht fällt das dem einen oder anderen auf. Weil ich habe hier ein Fahrzeug umgeskinnt, was eigentlich jetzt direkt ins Augenschein direkt sehen müsste, rein theoretisch. Und den Rest hier, der wird auch nochmal umgeskinnt. Und bei der Drehleiter möchte ich nochmal das Modell ersetzen. Wenn ihr jemanden kennt, der das machen könnte oder mir das mal erklärt, das wäre schon hilfreich, weil dann würde ich die sonst auch selbst ersetzen. Ja, mal gucken, was jetzt als erstes reinkommt. Und ich bin auch parallel auf einem Funkspiel. Und zwar Funkspiel Damon Horst. Da werde ich dann noch einen kleinen Ausschnitt hier reinschneiden, so ist es nicht. Habe ich auch schon heute aufgenommen, beziehungsweise gestern, je nachdem, wann ihr es seht. Ja. Und dann würde ich mal sagen, lass uns mal nicht lang snacken, sondern haut in die Tasten. Und ja, wenn euch gerade zu heiß ist und ihr kein Trinken habt, dann besorgt euch bitte Wasser, weil es ist draußen kochend heiß. Ja. Und ich zeige euch sonst einmal kurz das umgeskinnte Fahrzeug, wenn es euch nicht aufgefallen ist. Okay, machen wir es gleich. Mahlzeit, ich bin Christina Franke und ich befinde mich hier in Rickelrath. Ilkener Straße hier. Ein Baum schief auf Straße liegen. Großer Baum. Ganz großer Baum. Bitte kommen Sie schnell. Was für ein Deutsch. Ja, aber kann man wiederum nichts machen. Wir machen mal direkt Sturm. Anfahrt mit Sonderrechten. Und dann sehen wir uns auch gleich drüben auf der Map wieder. Nach der Meldealarmierung. Ja. Ja. Einsatz Löschgruppe Rickelrath Sturm Wegberg Rickelrath Dückener Straße Baum auf Straße. Ja, schreiben wir mal um. Ich habe jetzt keine Fahrzeuge alarmiert, sondern nur die eine FF. Ich bin mal gespannt, mit wie viel Personal sie anrücken. Und ja. Jetzt heißt das natürlich erstmal warten. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig gerade zu warten, aber ihr könnt gerne auch. Die Map wird geladen, übersprungen. Also, wie gesagt, überspringen. Lol, ich habe eben kurz einen Sprachfehler reingehauen, was ich nicht wollte. Ja. Und ja, einfach wie gesagt, jetzt warten. Und ja, ich könnte vielleicht schon ein bisschen auch was zum Funkspiel Damon Horst erzählen. Und zwar ist das Funkspiel Damon Horst ein virtuelles Funkspiel. Das heißt zum Beispiel, da gibt's Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst sowie die Berufsfeuerwehr Damon Horst und halt die FFen. Fahrzeug 40 hört. Okay, die kommen nur mit einem MLF. Und wo ist jetzt hier der Baum, bitteschön? Aha. Oder ist das mal wieder so ein klassischer Fehlalarm?
Man weiß es nicht. Nö, doch nicht. Da unten. Fahrzeug 41 hört. Ja. Ich lasse das Fahrzeug noch eintrudeln. Dann würde ich sagen, könnt ihr direkt den Ausschnitt euch angucken. Den werde ich dann reintun. Und ja, dann sieht man sich auch Fahrzeug 42 nach dem Videoausschnitt wieder hier. Dann direkt von der Einsatzstelle. Ich habe einmal das Fahrzeug umgeplant. Ich hoffe, es passt so. Ja. Und das MLF trifft ein und ist aus 1,3. Ende. Ja. So. Rettung Herkulenz, NF2, Leitstelle Kasse 1, sag. Rettung Herkulenz, NF2, hört. Fahrzeug 20. Ja, ihr könnt die Einsatzfahrt abbrechen. Rückmeldung vom RTW, ihr seid nicht erfordert. Ja, verstanden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder hier von der Einsatzstelle. Dann bis gleich. Hallo und herzlich willkommen beim Funkspiel Damon Horst. Ich zeige euch heute mal unser Alarmierungssystem mit dem Marek. Moinsen! Ja, was wir auch hier beim Funkspiel Damon Horst verwenden. Und wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach auf den TS. Die TS-IP werde ich unten in die Videobeschreibung verlinken, sowie die Statusse vom Statusgeber hier oben. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar Name des Anrufers ist klar, zum Beispiel Herr Mustermann. Und dann Meldung über Telefon, Fax, die Brandmeldeanlage oder halt Funk von dem jeweiligen Fahrzeug. Und dann würde ich sagen, jetzt eben hat mal die BMA die Meldung gegeben. Gemeldete Lage ist Feuer, BMA und Patientendaten. Frau Mustermann in dem Fall zum Beispiel ist für ein KTW oder zum Beispiel hier bei den Einsatzstichwörtern, da haben wir gefühlt zigtausende. Da haben wir KTW, Rettungsdienst, Rettungsdienst, also bis Rettungsdienst 4 und dann kommen die ganzen Massenanfall an Verletzten und dann halt die Feuerwehrsachen sowie die Polizei und halt die Führungskräfte hier unten auch. Und ich habe auch hier schon mal was rausgesucht. Und zwar Postleitzahl und Ort. Ist, denke ich mal, könnt ihr euch schon denken, wenn ihr schon das vom Funkspiel hört. Genau, Delmen Horst. Dann Straße und Nummer ist die Stettinger Straße 235. Zusatzinformationen kann ich jetzt zum Beispiel reinhauen. Anrufer macht sich bemerkbar. Das muss eigentlich klar auch verständlich sein. Und hier haben wir jetzt auch mal verschiedene Schleifen. Brandzug und auch den organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Es gibt halt viele Schleifen. Und ja, ich habe tatsächlich hier auf dem Melder oben rechts direkt den organisatorischen Leiter Rettungsdienst drauf. Man kann hier bis zu 4 Schleifen auswählen. Und der Marek ist auf dem HLF, der Berufsfeuerwehr Delmenhorst. Und daher Brandzug BF. Und hier Sonderwegerechte, ja, nein. Hier Transportziel nur für Rettungsdienst, soweit schon bekannt.
Und hier unten haben wir jetzt auch nochmal unser Fenster. Neuen Einsatz erstellen, bestehenden Einsatz ändern, Einsatz abschließen, nachalarmieren und neue STS verfassen. Die wird hier dann auftauchen. Und aktuell laufende Einsätze. Das habe ich jetzt mal weiter runtergeschoben. Das hat schon einen Grund, warum. Ja. Und dann würde ich sagen, hau ich jetzt mal die Alarmierung raus, dass ihr auch mal hört, wie laut der Melder ist. Und ja. Ja. Jetzt ist der Meldungseingang reingekommen. Der Marek ist auf Status 3 auf Anfahrt zur Einsatzstelle. Und Status 4 ist halt direkt am Einsatzort. 5 ist Sprechwunsch. Da kommt gleich noch ein Beispiel. 6 nicht einsatzbereit. 7 und 8 ist wichtig für den Rettungsdienst. 7 ist Patient aufgenommen. Und 8 am Transportziel, 9 gibt es nicht. Dann die 0 Notruf und 1 ist freier Funk. Oder halt, je nachdem, ist halt unterschiedlich. Man kann auch auf den Knopf hier drücken, aber nein, das macht man lieber nicht. Weil sonst, wie soll ich sagen, alles, was fahren kann, fährt in dem Fall dann. Ja. Hier ist Meldungsbild gerade reingekommen. Florian Delmhorst, 1481 mit Sprechwunsch. Erste Lagemeldung, Gebäude im Vollbrand, Alarmstufenerhöhung auf Feuer 3Y, Nachalarmierung eines RTWs und ein NEF zur Einsatzstelle kommen. So verstanden, Erhöhung auf Feuer. Drei Menschenleben in Gefahr, Nachalarmierung, RTW und NEF. Kommen. Ja, das ist so richtig. Leitstelle Oldenburg, 23:13 Uhr, Ende. Ja, das ist jetzt mal so ein grober Ausschnitt, wie gesagt. Regulär wäre es ja auch ein längerer Funkspruch zum Beispiel, aber dennoch. So kurz wie möglich, aber dennoch so lang wie nötig. Und ja, hier kann man nochmal drauf bestätigen. Dann ist der Alarmierungstext auch weg. Und wir haben hier unten auch unseren Fahrtenbuch. Das ziehe ich mal hier rüber. Und zwar nehmen wir jetzt mal kurz mein Orgel. Und da sieht man auch in dem Fall, wer dies gefahren hat. Ja, momentan Bewegungsfahrt und tatsächlich Einsätze gehabt, auch der Orgel. Ja, dann würde ich sagen, swipen wir auch gleich wieder um auf Wegberg, wenn ihr Lust, wie gesagt, bekommen habt. Die ganzen Daten sowie vom Status sind unten in der Videobeschreibung. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in Wegberg. Willkommen zurück in Wegberg Fahrzeug nach 20 den gehört. guten 7 Minuten von dem Ausschnitt. Ja, dann würde ich sagen, einmal Lagemeldung. Und wir gehen Fahrzeug dann 20 gleich gehört. vor. Ende. Fahrzeug 20 Wegberg gehört. 52 Ende von Leitstelle. Erste Lagemeldung TH, Baum auf Erste Straße. Lage, Baum auf Straße, Ende. Kettensäge wird vorgenommen, Fahrzeug weitere 20 Rückmeldungen gehört. vollkommen. Nullen Sie. Erste Lage, Baum auf Straße. Erste Lage, Baum auf Straße, Kettensäge wird vorgenommen, weitere Rückmeldungen vollkommen. Ende. Leitstelle kein Fahrzeug verstanden. 20 gehört. So, wir gehen jetzt Ende. vor. Ja, auf dem Weg. Erkelenz, NEF1 mit Notarzt aus dem Stadtgebiet über Melder erreichbar. Verstanden. Schon unterwegs. Das hier sind meine beiden Kumpanen. Gleich einmal für die Stämme Was rüberziehen. gibt's? Auf dem Weg.
dass der Verkehr wieder rollt und dann schneiden wir. Okay, dann schneiden wir direkt die Stämme hier drüben, dass der Verkehr gleich wieder fließen kann. Auf dem Weg. Los geht's. Ja. Und was gibt's sonst noch hier zu sagen? Auf jeden Fall, die Polizei ist hier ja nicht mit alarmiert, weil es ja schließlich nur ein Baum. In der Realität wäre die Pol direkt mit rausgerufen worden. Ja. Und ja, wie soll ich sagen? Es gibt halt solche und solche Einsätze. Gut. Kein Problem. Einmal die Bäume. Stämme. Ja. Okay. Auf dem Weg. Einmal die Baumstämme zur Seite. Schon unterwegs. Ja. Alles klar. Was gibt's? Bin unterwegs. Okay. Ja, bin unterwegs. Hm? Okay. Der liegt da noch im Weg. Ja. Auf dem Weg. Der lag da noch im Weg. Was gibt's? Bin unterwegs. Alles klar. Höre. So, dann machen wir schnell nochmal die Verkehrsabsicherung, dass wir direkt gleich hier vorne noch fegen können. Auf dem Weg. Jo. Einmal nur zum Fegen, dass wir hier nicht überrollt werden, weil das ist gerade ein bisschen mies dann. Und den letzten packe ich mal hier vorne hin. Und einmal hier den Baum zerlegen. Bin unterwegs. Was gibt's? Schon unterwegs. Bin unterwegs. Ach so, und wenn ihr wollt, dass ich noch weitere Fahrzeuge umstimme, wie gesagt, könnt ihr es gerne unten auch in die Videokommentare reinschreiben. Und dann wird das auch schon laufen in dem Sinne. Was gibt's? So. Ihr könnt schon mal zusammenpacken. Höre, bisschen. Auf dem Weg. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Höre. Vielleicht hat das MLF noch von weiterem Wesen. Ja. Dann machen wir die andere Seite parallel auch nochmal mit fertig und lösen den einen Kameraden ab. Was gibt's? Schon unterwegs. So, du ziehst dich mal wieder um. Höre, auf dem Weg. So. Regulär wäre es ja ein bisschen mit weiter hinten den Verkehrsleitkegel. Ja, auf dem Weg. Ja. Schon unterwegs. Was gibt's? Dann würde ich sagen, packen wir hier schon mal ein bisschen zusammen. Die eine Seite schon. Und dann können wir auch gleich wieder einrücken. Ja, auf dem Weg. Ist halt, wie man sehen mag, entweder ein längerer Einsatz oder halt ein kürzerer Einsatz. Je nachdem, wie groß ja so ein Baum ist. Ja. Weil ihr wisst ja sicherlich selbst, zum Beispiel bei Sturmschäden, in dem Fall, ich sag nur,
Sturm Sabine oder Sturm Xaver. Da gab es kein Durchkommen mal zur richtigen Einsatzstelle. Da dachte ich mir auch so erstmal, okay, läuft. Weil man denkt ja erstmal bei so einem Sturm, dass da überhaupt nichts passiert, je nachdem, ob Blätter ja noch dran sind oder nicht. Was gibt's? Und schon unterwegs. Ja. Gut, du kannst nochmal einpacken und der Maschinist macht gleich die Rollläden zu und dann abrücken. Ja. Der Flur 9, 53 MTF, auch zum Üben mit der Jugendfeuerwehr kommen. Und wie gesagt, ich überlege gerade, ob ich... Ja, verstanden. Okay. Ich überlege, wie gesagt, nochmal, in was dass ich dieses MLF dann ändere in dem Fall. Dann, ja, Einsatzabschlussmeldung, jetzt mal raushauen. Fahrzeug 20 hört. Aber fahren dafür einmal rüber, dass der Verkehr wieder fließen kann. Einsatzabschlussmeldung. Abschließende Lagemeldung. Baumittel, Kettensäge beseitigt. Straße wurde freigeräumt und mit Besen gereinigt. Die Feuerwehr rückt ein. Leitstelle Kreis Heinsberg, verstanden. Jo. Und einrücken. Ich denke mal, die Statusse habt ihr auch schon unten in der Videobeschreibung gesehen. Ja. Dann muss ich halt dazu ja auch nicht viel sagen. Außer wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr es gerne machen. So ist es nicht. Also für Kritik bin ich halt offen. Weil man kann sich ja schließlich nur verbessern, wenn man auch weiß, wo der Fehler war. Ja. Gut, dann wechseln wir mal wieder rüber. Und ja, dann mal gucken, was noch dann vielleicht das ein oder andere bringt. Und zu den Einsatzfahrten-Videos in dem Sinne, kurze Anregung, wie gesagt, ich bin ja im Sommer ja viel unterwegs, habe ich ja auch schon in einem Video ja gesagt. Aber je nachdem, momentan wegen Corona und so, schränke ich das halt ein bisschen ein. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Man sieht sich im nächsten Video und dann sag ich nun mal Tschüssikowski.